Mein Name ist Andreas Benke, bin Diplomlandwirt, habe in Neubrandenburg Landwirtschaft studiert. Wir sind ein 2000 Hektar Betrieb, aufgeteilt in drei Betriebsbereiche. Das bedeutet einmal die Agrargenossenschaft Kropstedt, dann die Agrargesellschaft Mochau-Schmilgendorf, wo wir jetzt hier gerade zugegen sind, und einmal die Bio-Mutterkuh GbR Grüntalmühle als Biobetrieb. Wir bewirtschaften das alles von zwei Technikstützpunkten aus, haben nur eine Drillmaschine für die gesamte Anbaufläche. Und wir haben uns vor anderthalb Jahren die Amazon Cirrus 6003-2 gekauft im Rahmen einer Vorführung. Die Maschine ist dann gleich hier bei uns geblieben, hat den Hof gar nicht verlassen und haben jetzt mit der Maschine schon alles Mögliche gedrillt, alles was das Saatbuch so hergibt. Wir fahren verschiedene Modelle. Aufgrund der personellen Ausstattung ist es eben so, dass wir abwägen, welche Flächen gepflügt werden müssen aufgrund der Bodenverdichtung bzw. Vorfrucht. Und ansonsten fahren wir meistens Scheiben, drillen, fertig. Das Seeschar-Prinzip hinten, das haben wir aus der Literatur schon rausgesehen, dass es eben dieses Doppelscheiben-Seeschar ist. Das hat uns sehr gut gefallen, da eben diese Ablagegenauigkeit bei den anderen Maschinen nicht so ist. Dann ist es so, dass die Seeschare nach dem Reifenpacker kommt, na, weil wir eben Sandboden haben, der muss vorher verdichtet werden, ansonsten ist das ungünstig. Unsere vorherige Maschine hatte das nicht und das hat teilweise zu verklebten Böden und rausgerissenem Saatgut geführt. Und das Saatgut, was oben drauf liegt, das wächst nicht. Und mit der Scheibenegge vorne dran, das ist sehr sinnvoll, gerade wie bei schwach bearbeiteten Böden, dann setzt sich das eben gut um. Wir fahren mit dieser automatischen Teilbreitenabschaltung, na, also dass nicht übergedrillt werden kann. Wir haben es dann im Feldaufgang jetzt schon gesehen, dass nichts überdrillt wird, dass die Maschine also punktgenau absetzt, ausschaltet anhand auch der Fahrgeschwindigkeit. Das ist schon sehr interessant und wirklich äußerst effizient. Ansonsten nutzen wir also wie gesagt dieses Twin Terminal, na, sodass man eben wirklich vorne seine Kilo eingibt, dann rausgeht. Das Abdrehen dauert keine 5 Minuten. Egal welche Kultur, geht auch zwischen den Kulturen, dass man sagt, heute Vormittag drill ich Gerste, Nachmittag fahre ich schon mal einen Roggen. Man kann die Maschine schnell entleeren, Schnellentleerung an der Seite bzw. alles von draußen. Ich würde die Maschine wirklich weiterempfehlen, da sie wie in unseren Breiten in Sachsen-Anhalt hier sehr gut mit Steinen zurechtkommt, sehr leichtzügig ist im Vergleich zu anderen Maschinen und von der Ausstattung her leicht zu bedienen. Aufgrund auch des Terminals ist es einfach logisch angeordnet und lässt sich auch gut damit arbeiten. Ansonsten sind wir bei einer Standardflächenleistung, wenn die Saatgutverfügung schafft, bei durchschnittlich 60 Hektar am Tag. Also in 8 Stunden, nicht in 12.